Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Cosmetic for Less Haul für dich, inklusive eines Unboxings von so einer Beauty Surprise Bag. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe bei Cosmetic for Less bestellt. Da bestelle ich tatsächlich relativ häufig, weil da bekommst du auch öfters mal so noch etwas länger Limited Editions und so weiter. Und was soll ich sagen? Da gab es so Surprise-Boxen oder gibt es immer noch, ich weiß es nicht, oder Bags, wie auch immer, von verschiedenen Firmen, auch zum Beispiel von The Balm oder sowas. Und die kosten dann 25 Euro so den Dreh und habe ich dir aber dann auch eingeblendet entsprechend, wenn ich dir gleich dann auch die Box zeige oder die Bag, ich weiß noch nicht, ich habe sie noch nicht ausgepackt. Da bin ich gespannt, was sie dann da reingepackt haben und die gibt es halt auch von verschiedenen Firmen und ich verlinke dir alles in der Infobox, schau da gerne mal rein. So, wir starten jetzt einfach mal und da habe ich hier, bekommst du immer mit dabei, einen 5 Euro Geschenkgutschein. Wenn du da bestellt hast, bekommst du immer ein Danke-Kärtchen und da ist hinten drauf dann auch ein 5 Euro Gutschein für den nächsten Einkauf. Ich muss ehrlich sein, ich bestelle da so häufig, eigentlich könnte ich die immer wieder einlösen, aber ich vergesse das ständig. Dann hast du hier immer noch so ein Kärtchen mit dabei, Your Beauty Paradise und dann With Love from Elvira steht bei mir hier drauf. Also die liebe Elvira hat das dann bei mir gepackt und da muss man ja wirklich mal ein Lob aussprechen an Cosmetic for Less, wie schön die Sachen immer einpacken. Ne? Also es kommt hier in einem Karton ganz einfach und dann hast du hier ein Seitenpapier, was du zur Seite packen kannst. Dann hast du hier immer so super Luftpolsterviecher, das schützt die ganze Geschichte. Und dann hast du mittendrin halt immer die Produkte. Und das ist halt immer wirklich halt rundum geschützt. So, als erstes habe ich hier etwas drin, das habe ich mir ausgesucht. Und zwar wurde ich angeschrieben von einer ganz lieben Zuschauerin, die mich darum gebeten hätte, auch mal etwas von W7 oder W7 zu testen. Da hatte ich euch letztens auch die On The Rocks Palette verlost. Und hier habe ich jetzt die Dusk Till Dawn Palette Ultraviolet Neutrals. Und die würde ich gerne mal austesten. Also die fand ich auch super interessant jetzt so für mich und für meine Sammlung. Und werde die dann demnächst mal in einem Video verwenden. Und ich glaube, das soll ein Dupe sein zu der Norvina von Anastasia Beverly Hills. Also ich bin wirklich gespannt. Die hat mich halt am meisten angesprochen. Im Prinzip hast du hier oben alle Töne matt und alle Töne schimmern da in der unteren Reihe. Und es sind im Prinzip die gleichen Töne immer, was ich einfach total spektakulär fand eigentlich. Ne? Ja, dann hier ein Spiegel mit dabei und vom Aufbau halt einfach safe wie AVH, ne, ist so. Dann hier auch ein Pinsel mit dabei, zweiseitig, einmal mit einem Smudger, einmal mit einem Blende-Seitengedönsen. Ja, wird auf jeden Fall verwendet und da bin ich wirklich gespannt. Wir gucken uns vielleicht mal ein paar Töne an. Komm. Mojave, das ist dieser Ton, fühlt sich relativ trocken an. Da gehe ich einfach mal rein. Sehr zart. Sehr, sehr zart. Gehe ich intensiver rein. Will ja schon was sehen, ne? Aber er ist und bleibt zart tatsächlich. Na gut. Dann gehe ich in Wilderness rein. Das ist so ein schimmerndes Orange Peach, will ich jetzt mal so sagen, dazu. Da musst du schon ein bisschen derbe reingehen, um da Pigment auf die Finger drauf zu bekommen. Golden Sands nehme ich hier einfach. Das ist so ein Klassiker. Daran kann man manchmal schon ordentlich die Qualität sehen, weil den hast du in mehreren Paletten auch einfach genauso mit dabei. Und jetzt gehe ich noch in einen Matten rein und da nehme ich mir Wild. Rot ist immer eine schwierige Kiste, deswegen gucken wir uns das mal intensiver an. Also wie auch bei AVH, ne? Das krümmelt schon im Pfännchen so ein bisschen, aber ich finde es sehr, sehr schwach. Also bei Anastasia bekommst du halt, kannst jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Anastasia ist natürlich auch deutlich teurer, aber trotzdem. So, das soll ein Dupe sein, dann gucken wir uns das mal intensiv an. Und ja, die Pigmentierung, Leute. Da muss ich schon genauer hinschauen, ne? Also, puh. Ja, so ein Fairy Dust Look bekommst du da auf jeden Fall mit hin. Auch mit diesem Schimmer Lila. Das finde ich eigentlich ganz schön, aber sehr, sehr dezent, ne? Ja gut, aber wir gucken uns das einfach mal an. Ich werde die demnächst mal verwenden. Verwenden wir dann zusammen, ja. Ich habe mir natürlich, jetzt in der aktuellen Zeit brauchst du es einfach, schon diverse Masken selber genäht, also so Gesichtsmasken, Atemmasken. Es gibt aber tatsächlich auch welche bei Cosmetic for Less zu kaufen und da habe ich einfach mal zwei geholt, eine für meinen Freund und eine für mich. Und was halt gut ist, das sind halt wiederverwendbare, sprich du kannst die waschen
Ja, wer hätte gedacht, dass sowas mal in irgendwelchen Holz landet, ne? Ich finde es ganz gut, dass die vorne so ausgestellt sind. Also die würde mein Freund bekommen. Die Gummis sind auch recht flexibel. Hier steht auch, dass man die... Steht nicht bei wie viel Grad, aber ich werde die safe bei 60 Grad waschen und danach auch in Trockner hauen. Also die kommen dann halt in so ein extra Wäschenetz, ne? Ja, aber die rosane ist natürlich für mich. Wer hätte das gedacht, ne? Der Stoff ist jetzt relativ dünn. Also ich habe den, wenn ich selber welche genäht habe, immer doppelt genommen. Vielleicht habe ich deswegen auch so schlecht Luft bekommen. Das ist 35% Baumwolle und 65% Polyester. Aber ich setze die mal eben auf, einfach mal um zu gucken, so Try-on-Haul-mäßig. Oh, das geht schon mal gut. Ja, da muss ich sagen, finde ich gut. Die bedeckt viel, die deckt wirklich viel ab. Und man kann atmen. Das ist so viel besser als die Masken, die ich selber genäht habe. Vielleicht nehme ich das auch einfach als Schnittmuster. Und die Gummis an den Seiten finde ich auch echt klasse. Ne? Übrigens immer dran denken, wenn ihr die macht, erst das eine Ohr, dann rüberziehen und dann das andere Ohr. Niemals vorne draufpacken. Genau. Und wenn ihr vorne draufpackt, müssen die sofort in die Wäsche. Ja, genau. Eine für mich, eine für meinen Freund. Finde ich super klasse, dass Cosmetic for Less das mit anbietet. Und ich denke, da wird er sich auch freuen. Das weiß er nämlich noch nicht, dass ich das mitbestellt habe. Finde ich gut, weil das halt vorne so ein bisschen absteht, ne? Gut. Das war so ein, ja, gratis Goodie, Gedönsen, Geschenken, was man sich aussuchen konnte, was du dir halt bei Cosmetic for Less im Bezahlvorgang bzw. im Warenkorb immer dazulegen kannst. Also du bestellst, also packst ganz normal deine Produkte, die du haben möchtest, in den Warenkorb und dann kannst du noch, dann erscheint so ein Fenster unten drunter, aus verschiedenen Produkten noch was aussuchen, was du noch als Goodie haben möchtest. Und das sah irgendwie anders aus. Aber gut, das habe ich mir ausgesucht. Magnetize Gold. Ich glaube, das ist von Make-up Obsession oder sowas. Okay, es hat ein bisschen gelitten. Sieht ein bisschen aus wie diese Love-Pigmente, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist sehr wellenförmig. Und das ist nicht so magnetisch, wie es wahrscheinlich sein soll. Oh mein Gott, ist das lose. Also die von Love, die gehen ja immer wieder in ihre Form zurück. Und hier habe ich jetzt einmal hier an der Seite rangeditscht und das ist einfach fort. Sehr, sehr glitzerig. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, das zu swatchen, weil wenn ich das swatche, kann ich nichts anderes mehr sehen wahrscheinlich. Aber gut, es ist relativ trocken, aber schön. Oh mein Gott, das auf dem Auge. Wahnsinnig schön. Das ist ein schönes goldenes Pigment. Es ist recht zart, muss ich ehrlich sagen, für das, was da in dem Pöttchen drin ist. Hätte ich mir intensiver vorgestellt. Aber es ist irgendwie schön. Ja, vielleicht traue ich mich da mal irgendwie wirklich mal dran. Jetzt suche ich mir eben ein Handtuch, weil dieser Finger muss ein bisschen gesäubert werden. Aber es bleibt nicht wirklich Glitzer zurück. Das finde ich positiv. Ich hätte jetzt so ein bisschen befürchtet, dass jetzt einfach alles nur noch am Glitzern ist, als hätte ich Feenstaub drauf. Nee, das kriegst du 1A ab. 1A. Finde ich richtig gut gerade. Aber das, ja, ist jetzt mal ein Pigment und ich werde mal ein Pigment verwenden, Leute. Ich versuche es mal. Wenn ich das wieder zukriege. Ich finde die Verpackung irgendwie ein bisschen unpraktisch, ne? Weil das müsste dann wahrscheinlich etwas tiefer sein. Deswegen ist es wahrscheinlich auch hoch und so. Keine Ahnung. Egal, wir gucken jetzt hier mal weiter rein, was ich mir hier Schönes bestellt habe. Und zwar von Catrice Nude Illusion Make-up. Genau. Ich habe mir eine Catrice Foundation aussortiert aus letztens, als ich mich damit geschminkt habe, weil ich die einfach nicht gut fand. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich versuche mal eine andere, die Catrice anbietet. Den One Minute Face Perfector, den habe ich nicht mehr wiedergefunden, weil der hat mir damals richtig gut gefallen. Ja, und das ist Luminous Matte. Ich hoffe, dass es nicht zu matt ist, weil hier steht Luminous davor. Soft Focus Effekt, das finde ich gut. Und Long Lasting ist sowieso immer ganz gut. Und ich habe das in der Farbe 020 Rose Vanilla. Ich hoffe, dass es passt, aber wenn ich das so dran halte, könnte es was werden, gegebenenfalls. Wird auf jeden Fall auch getestet. Kommen wir nun zu dieser Mystery Bag, die ich bestellt habe. Und da bin ich super gespannt, was sich da drin verbirgt. Ja, for you, Cosmetic for Less.de. Also das ist von der Verpackung her nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hätte ich mir irgendwie schon etwas freundlicher vorgestellt. Ich weiß nicht. Ist eine Tüte. Jetzt greife ich mal nach und nach in die Tüte rein, nehme erstmal das Kleinste, was ich finden kann. Make-up Obsession, ein Baking Primer. Man hat da Produkte gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob das die Produkte sind, die ich dann auch bekomme. Aber das war auf jeden Fall auch abgebildet. Ja,
Ne, das ist ein Primeröl, dann von Make-up Obsession das Baking Powder in der Farbe Topaz. Das finde ich interessant. Das sieht vielleicht sogar ein bisschen dunkel aus. Ja, das wird mir zu dunkel sein, das wird auch verlost werden. Aber ich war ja vor allem scharf auf die The Balm Produkte. Separat auch noch in der Tüte verpackt. Das sind dann wahrscheinlich die Produkte, die die Geschichte interessant machen. So, als erstes Sexy Mama Anti-Shine Translucent Powder. Genau, das war auch dort tatsächlich abgebildet. Ich bin sehr begeistert, dass dann auch wirklich die Produkte geliefert wurden, die die abgebildet waren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es eher nur so Werbebilder sind. Und ja, das ist einfach ein Puder. Ich habe genug Puder, ja, aber The Balm ist einfach ein Puder. Mag ich gerne. Wie viel haben wir hier drin? 7,08 Gramm, Leute. Und dann war die Nudetude Nude Eyeshadow Palette mit drin. Ich meine, ja, wie viele nudige Eyeshadow Paletten will ich noch haben? Von The Balm habe ich noch keine. Deswegen darf die einziehen. So meine Idee. Und ja, es sieht doch einfach fancy aus mit den Ladies, oder? Ich finde es total cool. Auch die werde ich dann demnächst mal verwenden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wirklich so eine Palette für den Alltag ist. Auch wenn die einfach, ich weiß nicht, morgens wird die einem einfach mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man die Ladies da sieht. Das sieht einfach total witzig aus. Wie heißen denn diese Balken? Zensierbalken, genau. Sieht aus wie Zensierbalken vor den Hupis und vor der Mumie. Und ja, qualitativ nicht ganz so optimal, wenn wir Sultry angucken, den hier, der ist doch etwas verrutscht in der Pfanne. Also in der Palette. Die Pfanne ist verrutscht in der Palette. Kann man die gerade machen? Nö. Ja, geil. Den werden wir aber als erstes swatchen. Dann nehme ich auch noch Stand Off Frisch. Das ist dieser Ton hier. Oh, das krümelt aber sehr, wenn ich da reingehe. Upsala. Silly nehme ich ja auch noch. Das ist so ein ganz dunkler Pflaumeschimmerton. Oh. Sleek. Das ist so ein satinierter, auch ganz, ganz dunkelbrauner Ton. Also die nehme ich jetzt einfach mal. Die Fältchen sind natürlich winzig klein und krümeln. Aber ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren, wie das so aussieht. Oh, der sieht... Oh. Ja, es ist Nude. Ne, was soll ich da groß zu sagen? Es ist halt wirklich eine Nude-Palette, aber ich denke, dass man damit auch sehr schöne Looks schminken kann. Und das werde ich halt auch mal austesten. Dann hast du hier noch so ein Pinselchen mit dabei. Ja, Entschuldigung, aber das ist ja mal richtig billig. Ne? Also, Entschuldigung, nein. Nein, nein, nein. Aber ansonsten, großer Spiegel mit dabei. Und hätte ich mir wahrscheinlich für einen vollen Preis auch so nicht gekauft. Aber dass sie jetzt hier in der Box mit drin ist, finde ich ganz nett. Und ich finde es schön, dass auch wirklich die Produkte mit drin sind, die abgebildet waren. Hat sich gelohnt bei mir wieder, finde ich. Also ja, vor allem diese zwei The Balm Produkte, dass die jetzt bei mir eingezogen sind, freut mich sehr. Denn ich habe da nicht so wirklich was von. Den Mary Luminizer habe ich. Und den finde ich richtig schön. Das ist ein Highlighter 1A Produkt. Ja. Das war jetzt meine Bestellung bei Cosmetic for Less. Es ist relativ wenig gewesen, aber trotzdem wollte ich euch das einfach mal zeigen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!